Freitagsabend fand ein kreolischer Abend statt. Unsere einsame Insel war auf einmal total übervölkert. Seychelles concerning stonefish with Jane. Jane, can you please tell us all about the stonefish? I really don't know much about the stonefish. You know, what I've heard is very little. But I understand he'd been stoned by the stonefish. And, Are they poisonous? I understand they're very poisonous, yes. You had to be. If you're bitten by a stonefish, could you die? Of course you can. And what do they look like? I understand they got wings, you know, on the they got two wings on the side, you know, with horns, and they're very poisonous. And what is the poisonous part of the stonefish? The wings or what? I understand it's the wings. Yeah? Yeah. Okay, thank you very much. Und da ist auch ein Vogelheim auf Palin mit allen Sorten Vögeln so. Vielleicht können wir da ankern, er wird fragen, ob wir da ankern können und so. Was meint ihr? Good. No brown. Yes, brown. Okay, wenn ihr denkt, dass der... Lustig und guter Dinge, denn wir wussten noch nichts vom Preis unserer niedlichen kleinen Yacht. Von Braslin und das ist unsere Luxusjacht. Der herrliche Strand von Braslin
und eine niedliche Spinne. Das ist die berühmte Coco de Mer. Ihr wurde früher eine riesige Liebeskraft nachgesagt. Und das ist ein schwarzer Papagei. Diesen gibt es auch nur auf den Seychellen. Ich habe mal die schwarze Papagei gesehen. Jawohl, Freunde. Wo geht denn jetzt noch hin? Jetzt geht's zurück auf den Rückweg. Und das ist eine Hibiskusblüte. Bei uns wächst der Hibiskus auch, allerdings nur an der Heizung. Welchen Fisch hast du gestern an der Angel gehabt? Gestern ging mir ein Blue Marlin an die Angel. Leider konnte ich ihn nicht herausbekommen, da mir die Angel aus der Hand gerissen wurde von so einem unerfahrenen Fischer und der Fisch ging leider ab. Und wie viel Zentimeter oder Meter schätzt du den Fisch? Es war ein mittelschwerer Blue Marlin. Es wäre wahrscheinlich kein Rekord gewesen, aber er hätte eine Masse Geld eingebracht. Wir hätten die Bootsfahrt mindestens um 2 Tage verlängern können. Leider müssen wir dann heute die Bootsfahrt abbrechen, da wir den Fisch nicht an Land gebracht haben, beziehungsweise an Bord gebracht haben. Wie, du musst brechen? Brechen? Hast du was von brechen gesagt? Abbrechen. Abbrechen. So sieht Conny aus. Vom Sheriff auch an. Nach einem Tag und einer Nacht haben wir dann unsere Schiffsreise eingestellt und sind wieder zurückgefahren und trotz alledem ist uns, wie man sieht, die gute Laune nicht ausgegangen. Gerade unser Captain aus, welche Verluste er mit uns gemacht hat und ist entsetzt.
glücklich und wohlbehalten kehren wir wieder zurück. Jetzt noch ein wehmütiger Blick auf unsere 8000 D-Mark-Yacht, die uns dann zum Schluss dann glücklicherweise doch nur 2400 Mark gekostet hat. Yes, yes, yes. Hammerhai gefangen. Wie fühlt man sich nach so einer Tat? Sehr prächtig, sehr prächtig. So ein Apparat fängt zitternd an. Bist du stolz auf dich? Und wie, und wie. So, Volker, unser Urlaub geht jetzt langsam dem Ende entgegen. Endlich. Sag, wie hat es dir gefallen? Scheiße. Ja, wieso? Was war da so schlecht? Ich habe heute zweimal in die Muscheln getreten, habe mir die Füße aufgeschnitten. Hast du eine schwere Verletzung davon getragen? Oh, sehr schwer. Fuß amputieren. Wie hat es dir auf unserer Onassis-Yacht gefallen? Oh, war super. Die vielen Tage hast du überlebt? Ja, wie ein Tag. Guten Tag, Mr. Sheriff. Guten Tag. Guten Tag. Wie war es heute auf der Polizeistation? Es war sehr gut. Der Kollege hat mich zum Essen eingeladen und hat mir einen Vorschlag gemacht. Wenn ich mal wieder herkommen will, wird mir ein Haus zur Verfügung stehen. Und ein Auto, allerdings zum sehr guten Preis. Das ist spitze.